Also was ist Projektion? Ich gebe dir ein Beispiel. Du bist unterwegs mit dem Auto und einer nimmt die Vorfahrt. Oder du bist, du machst einen Spaziergang hier an der Straße und einer hat seinen Hund nicht an der Leine und der Hund rennt auf dich zu und erschrickt dich und bellt dich an. Mhm. Oder fährt zu schnell mit dem Auto an dir vorbei. Was passiert in dem Moment? Du erschrickst dich. Du erschrickst dich und sagst in dem Moment sofort ganz automatisch, was ist denn los, was ist mit dem los, was macht denn der? In dem Moment bist du in der Projektion. Das heißt, du siehst dich getrennt von dem anderen und das ist ja eine Situation, die du projizierst hast. Du projizierst immer alles, was du dann wahrnimmst. Projection makes perception, also Projektion macht die Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung ist nicht, dass ich was Wirkliches wahrnehme. Die Wahrnehmung ist, dass ich meine Projektion wahrnehme. Ja. Das ist nicht right perception, also die richtige Wahrnehmung. Nee, das ist die Wahrnehmung der Illusion. Ja. Dasselbe ist aber mit deinem Körper. Also wenn du jetzt sagst, du hast Schmerzen, dir tut die Hand weh, dann bist es nicht du, der weh tut. Du erlebst es nur direkt an dir, im Gegensatz zu vorher, wo du dachtest, ich lebe es am anderen. Aber die Projektion findet nicht nur statt, dass du deinen Schmerz auf den anderen projizierst, also wie vorhin zum Beispiel deine Angst vor dem Hund, projiziere ich jetzt auf den Hund oder auf den Hundbesitzer, der nicht aufpasst. Warum mache ich das? Um zu beweisen, dass es einen Grund für die Angst gibt. Weil eigentlich gibt es keinen Grund für die Angst, weil du bist der Geist und nicht Körper. Das heißt, egal was deinem Körper passiert, das bist nicht du. Du bist unsterblich. Du bist das Kind Gottes, wie jeder andere auch. Als ein Kind, als ein Sohn Gottes. Das ist ja gemeint mit Sohn Gottes. Nicht ich persönlich. Ich persönlich bin nicht der Sohn Gottes. Quatsch. David ist nicht der Sohn Gottes. So ein Unsinn. Nee, der Sohn ist der Sohn Gottes. Und jeder ist der Sohn Gottes. Und es gibt nichts anderes. Weil der Sohn Gottes ist ja wie ein Lichtstrahl in der göttlichen Sonne, wenn du so willst. Und eben nicht ein kleiner, winziger Strahl, sondern in dem Moment, wo er sich nicht mehr trennt, ist ja ein Lichtstrahl nicht getrennt von der Sonne. Mhm. An einer Stelle sagt auch der Kurs, du kommst dir vor eben wie so ein kleiner Lichtstrahl oder wie ein kleines Kräuseln auf dem Ozean. Ja, du bist ja nicht das Kräuseln, du bist ja der ganze Ozean. Ja. Ja, genau. Und die Angst beweist dir was? Letztendlich, sie beweist dir deine Urangst, sie erhält deine Urangst. Also die kleine Angst mit dem Schmerz im Körper, die kleine Angst mit dem Hund, der mich anbellt, der kleine Unmut, dass der andere seinen Hund nicht im Zaum hält. Da ist der Background wieder ein bisschen anders. Da geht es darum, der andere ist ja anders als ich. Wir sind getrennt. Mhm. Die Wahrheit ist für jeden anders. Für ihn ist es so, ist doch toll, wenn mein Hund so freundlich und zutraulich ist und darüber springt und ein bisschen bellt, ist doch nett. Der beißt ja niemand. In meiner Welt ist es aber anders. Ich habe eine Heidenangst vor Hunden. Vielleicht, weil ich schon mal gebissen wurde. Also, meine Wahrnehmung bestätigt immer letztendlich den Fall, nämlich die Trennung von Gott. Die Trennung von Gott war ja die Ursache für die Angst, weil ich dadurch gesagt habe, ich habe ein eigenes Leben. Ich kann mich trennen von dir. Du bist doch der Alleine. Nein, bist du nicht. Du bist nicht der Alleine, weil sich ja was von dir trennen kann. Jetzt bist du nicht mehr der Alleine. Und um dir das zu beweisen, mache ich mir einen Körper. Und da siehst du doch, dass ich einen eigenen Körper habe. Und der bewegt sich auch ganz autonom. Und wer hat mich erschaffen? Auch wieder andere Körper, zwei Körper. Und hinten raus, das größte Glück ist, ich bin sterblich. Weil das beweist, dass ich gelebt habe und das beweist, dass Gott eben nicht für ewiges Leben steht. Weil der Einstieg war ja eben Projektion. Also, dass wir uns bewusst werden, meine eigene Identität, mit der ich mich identifiziere, ist eine Projektion des Sohnes. Eine Projektion. Und die ist natürlich begrenzt. Die hat ein besonderes Individuum, Individualität. Wenn du dir die fünf Gesetze des Chaos anschaust, dann ist ihre Wahrheit anders als die Wahrheit eines anderen. Du hast eine andere Wahrheit als ich. Du hast eine andere Meinung als ich. Du
hast eine andere Intelligenz, du hast ein anderes Geschlecht, einen anderen Background. Hierarchie der Illusionen. Für dich ist die Wahrheit anders als für mich. Dann der Glaube an die Sünde, ist klar. Ein anderer kann gegen mich sündigen und dafür muss er auch bestraft werden. Und jeder von uns kann bestraft werden von Gott, ist ja das Schicksal. Wenn ich einmal nicht aufpasse an der Ampel, überfährt mich einer, weil er rot übersieht. Und aus dem raus glaube ich an den strafenden Gott. Also das waren die Laws of Chaos, die du jetzt angesprochen hast. Gesetze des Chaos, ja. Gesetze des Chaos. Das heißt, also es ist immer so, du musst immer unterbewusst so für so viel Chaos sorgen, dass du auf gar keinen Fall auf die Idee kommst, den Gott als Erlöser zu sehen oder dich als Erlöser zu erkennen. Ja, aber du machst es nicht. Du bist nur eine Wirkung. Du machst es nicht persönlich. Das ist die Illusion. Du denkst, du machst es. Also fang nicht an, dich unter Druck zu setzen, dass du eine Schuld hast, dass du hier für Chaos sorgst. Nee, nee. Das Chaos ist ja nur scheinbar. Das kann ja nicht passieren. Das ist ja genau der Punkt. In Wirklichkeit kann es nicht passieren. Ja. Weil Gott ist perfekt. Er ist unbegrenzt, allgegenwärtig, ewig vorhanden. Reine Liebe. Absolute Unverletzlichkeit. Sündenlosigkeit und so weiter und so weiter. Und wenn du davon verursacht wurdest, kann in dir keine Schuld verursacht worden sein. Also du hast da keine Schuld. Nein, du musst die Haltung des Beobachters einnehmen, der neu wählen kann. Choose again. Und was wählt er neu? Er geht raus aus dem Urteil. Er sieht sich als eins mit dem Gegenüber. Und er wird sich bewusst, dass er gerade wieder urteilt. Dass er gerade wieder Trennung schafft. Und das ist immer nur eine wiederholte Version, die scheinbar in der Zeit nacheinander erfolgen, diese Wiederholungen. Aber auch die Zeit ist eine Illusion. Das ist ein Moment, in dem das passiert. Diese tiny mad idea, dieser kleine verrückte Gedanke, die kleine verrückte Idee, das kleine verrückte Konzept. Ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen übersetzt wird. Die wiederholt sich. Und das muss uns bewusst sein. Das muss uns bewusst sein. Deswegen Kapitel 27. Was ist das? Abschnitt 8. Und dann hinten raus, ich glaube ab 5 oder 6. Das genau durchlesen, was da genau gelaufen ist. Und das immer beherzigen. Weil du immer diesen einen Moment erlebst. In einer neuen Variante, aber es ist immer dieser eine Moment. Und der muss geheilt werden. Und that's it. Das heißt nicht, dass du nicht ein normales Leben lebst. Mit Freunden und Bekannten und mit Job und Familie und dich kümmerst und versuchst, ein liebevolles Leben zu leben, weil das auch wieder dann ein Abbild ist deines rechten Geistes. Aber zu wissen, dass das immer die Herausforderung ist, dich mit diesem Urmoment, mit diesem Urknall zu verbinden und den zu heilen. Das ist Heilung.